Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Wir haben leider immer noch ein Spiel vor uns, das wir jetzt mindestens mit Unentschieden beenden müssen, damit wir die Liga halten, Liga 2. Ansonsten steigen wir leider in Liga 3 ab. Das wäre sehr, sehr unangenehm. Ich möchte nicht in Liga 3. Und es wäre auch noch cool, wenn wir nebenbei zwei Tore mit Bundesligisten machen. Also einfach zwei Tore mit unserem Bundesliga-Team, weil da spielen nur Bundesligisten drin. Und dann könnten wir... Geht er jetzt auf Rot? Ja, sehr schön. Und dann könnten wir in die nächste Saison in Ruhe dann nochmal versuchen aufzusteigen, logischerweise. Jetzt aber erstmal wieder ein starkes Team. Mandzukic im Sturm, der ja zu Atletico gewechselt ist. Neymar im Sturm, der schnell ist, nur nicht kopfballstark. Ansonsten kann er alles dribbeln, schießen, rennen. Isco, guter ZOM. Ja, einfach ein überragendes Team, kann man nichts sagen. Besser als meins, würde ich sagen. Seine Statistik, 410 Siege, 226 Niederlagen. Etwas schlechter und er hat auch nicht volle Chemie. Aber was soll's? Schauen wir mal. Wie gesagt, mindestens ein Unentschieden wäre angebracht. Sonst wird's ein peinlicher Abstieg in Liga 3, wo ich natürlich keine Lust drauf habe. Aber ich gebe mein Bestes. Mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Also er spielt erstmal relativ abwartend und gut bisher. Würde ich behaupten. Da haben wir ihn sehr gut rausgespitzelt, den Ball. Schnell auf die Spitze. Und da ist Boateng durch. Ach Mann, komm, komm, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Boateng, ey. Oh, Boateng und Mkhitaryan, die hätten beide treffen müssen. Fuck. War so ein schöner Konter. Und wir... Nicht aufregen. Nicht aufregen, einfach konzentriert weiterspielen. Ach, zu sehr aufgezogen, schade. Ja, einfach konzentriert weiterspielen, war ein guter Beginn. Solange wir nicht hinten liegen, ist alles gut. Okay. Ja, macht auf jeden Fall einen relativ ruhigen Spielaufbau, kann man sehen. Da wundert es mich ja fast, wie seine... Dass seine... Oh fuck, was ist denn da unten los? Wundert es mich ja fast, dass seine... ja, sehr gewöhnungsbedürftiger Klärungsversuch von Santana da, aber ging zum Glück nicht schief. Aber mich wundert es ja echt bei seiner Spielweise, dass er nur so eine, in Anführungsstrichen, schlechte Statistik hat, weil der spielt bisher nicht schlecht. Schauen wir mal, ob das auch so bleibt... Sehr schön auf Pisscheck. Ach, schade. Konnten sich wieder nicht durchsetzen. Ah! Ja, mit Casillas im Tor hat er natürlich einen überragenden Torwart drinne. Einer der besten im Spiel. Klar, dass der auch mal solche Dinger hält. Oh, was machen denn die jedes Mal? Ey, das gibt's doch nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr schön, aber ist auch ein Freistoß. Mit können wir leben. Suchen nochmal mit Pisscheck über außen durchzukommen. Klappt auch gut. Und es gibt wieder eine Ecke. Aber ich bin so verdammt ungefährlich bei Ecken. Ist zum Kotzen. Komm jetzt. Na, Bogenlampe. Ach, nicht mal ins Aus. Aber okay, ist vielleicht ganz gut, wenn es nicht ins Aus geht. Wobei, jetzt gibt es hier einen Konter. Das könnte... eklig werden. Es wird eklig. Vor allem, weil Neymar einfach so verdammt schnell ist. So schlecht ausgespielt. Er hätte einfach mit Neymar weitergehen sollen und ins lange Eck schießen. Kann mich ja nur bedanken, dass er da, keine Ahnung, was da der Plan war, versucht hat, ein Traumtor zu schießen. Das gibt's nicht, wie ich mich einfach bei Kopfbällen so selten durchsetze. Irgendwas mache ich falsch bei FIFA Welt. So. Mal kurz ins Tripling gehen mit dem Torwart, warum nicht? Okay. Okay. So, wir passen uns erstmal schön durch. Der letzte Pass
sitzt da natürlich nicht. Wir haben, oh, schade. Wir haben so schön bis zum Strafraum durchgepasst. Und dann der letzte Pass zu Boateng, der sitzt nicht. Verdammt, die wir hier jetzt auch schon wieder hoffentlich werden wir nicht dafür bestraft, dass wir hier nicht den Führungstreffer geschossen haben, weil das war ja wohl eine hundertprozentige Chance von Boateng. Okay, das gibt einen Einwurf für den Papa. So. Scheint mir auf jeden Fall mit den schnellen Pässen nicht klar zu kommen. Gehen wir hier mal über außen. Piszczek hat wieder merkwürdige Haare. Ich hätte eher flanken sollen, aber egal. So, jetzt mal ein Kopfballtor nach einer Flanke. Komm. Das gibt's doch nicht. Ich setze mich echt nie durch. Fuck, ey. Ich bin bei Kopfbällen FIFA 14 bin ich, oder generell bei den FIFA-Titeln auf der Konsole bin ich so gut, was Kopfbälle angeht. Und hier funktioniert das einfach nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist zum Kotzen. Ihr habt mir auch schon 1000 Tipps geschrieben und es funktioniert einfach nicht. Komm, geh ran, geh ran, geh ran. Okay. Aufpassen, dass wir jetzt hier unten nicht aufmachen. Sieht ganz gut aus. Ja. Da haben wir es einfach so dicht gemacht, dass er hier außer Distanz schießen musste. Er lässt sich auf jeden Fall... Oh, was war denn das für ein Pass? Mein Gott! Er lässt sich auf jeden Fall nicht so einfach mit Doppelpässen aus dem Konzept bringen. Unser Gegner. Komm! Oh, sehr gut gemacht von Martinez. Schade, dass er seinen Ball nicht behält. Das war ein sehr schlechter Pass von ihm. Soll uns aber nicht stören. Ach man, ich dachte, Ramos jetzt gerade zum Lauf an. Sah aus, wenn er da genau durch die Gasse läuft. Das wäre so schön gewesen. Schade. Ah, da waren wir fast am Ball. Konnten ihn zumindest kurz stören. Das war auch nicht schlecht. Spielaufbau gestört vom Gegner. Muss man ja aufpassen, da hat er viel Platz. Na komm, der Ball ist doch unser. Der Ball ist doch unser. Sag ich doch. Subotic holt ihn sich. Aber da hat er hier auf jeden Fall sehr gut gegengepresst. Jetzt müssen wir aufpassen. Adler hat ihn. 82. Minute. Wie gesagt, jetzt sollten wir eigentlich mal auf Defensiv spielen, weil wir brauchen ja überhaupt kein Tor. Uns reicht ja bekanntermaßen das Unentschieden. Und das Unentschieden wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Einfach um hier die Liga zu halten. Da gibt es ja auch deutlich mehr Geld. Und ich habe keinen Bock, nochmal Liga 3 zu spielen. Oh, fuck. Da dachte ich, ich hätte den Ball schon. Komm, geh ran, geh ran, geh ran. Naja. Naja. Da bringt ihm sein Belagerungszustand auch nicht, wenn er dann aus solchen Situationen abschließt, weil man sieht ja, was rauskommt. Okay. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Spiel momentan. So krass, wie man einfach nicht anders spielt und dann 5 Spiele in Folge richtig gut spielt und alles so klappt, wie man will und 5 Spiele in Folge nicht. Ich meine, ich trotzdem hier, ne, was die Schüsse angeht, etc. Ich hätte ja auch, ich meine, ich hätte 1-2 Tore schießen müssen und dann wäre alles gut gewesen. Hab die Klasse gehalten, immerhin. Also so schlecht war das Spiel gar nicht, aber die wenigen Torschancen, die ich habe, die muss ich halt auch, ja, nutzen. Nach hinten stehe ich gut, momentan, das gefällt mir wieder, das ist die Hauptsache. Haben wir jetzt auch Geld bekommen? Ja, oder? Kam irgendwie gar kein großartiger Bildschirm, aber egal. Wir müssen ja eigentlich auch weiter Bundesliga spielen, weil wir wollen ja vielleicht mal 2 Tore schießen in einem Bundesligaspiel, um dann diese Belohnung einzusacken. Ich meine, 2 Tore mit beliebigen Spielern, das kann ja nicht so schwer sein. Zur Not könnte ich logischerweise auch gegen CBU spielen, also irgendein billiges Turnier zocken. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf.
Eigentlich will ich gegen menschliche Gegner brillieren. Schauen wir mal. Vielleicht jetzt im nächsten Spiel. Ich sollte mich auch nicht so viel über meine Spielweise aufregen. Wie gesagt, die Spielliga 2, Gegner sind besser. Wichtig ist, die Null halten, keine Tore fressen. Dann kann ich zufrieden sein mit meinem Spiel. Punkt. Weil wenn man sich die ganze Zeit nur aufregt, dann wird man sowieso schlechter. 683 Siege und 699 Niederlagen. Er macht echt sehr viele Spiele, aber verliert teilweise etwas mehr, als er gewinnt. Da hat er natürlich wieder mal ein überragendes Team. Drei blaue Spieler, also Team of the Season. Spieler, Sturridge, super schneller, guter Stürmer, vor allem halt als 87er, Eto'o, schneller, guter Stürmer. Dann Bomben-Innenverteidigung mit blauen Cahill und Company, also insgesamt wieder ein überragendes Team, besser als meins und, ja, ich muss wieder versuchen, über meine spielerische Klasse quasi die Null zu halten. Und zum Glück habe ich jetzt mittlerweile David Alaba. Durch Alaba und Piszczek haben wir jetzt schnelle Außenverteidiger. Das heißt, wir haben zumindest eine etwas bessere Waffe gegen seine schnellen Angreifer. Eto'o und Sturridge sind halt einfach verdammt schnelle Stürmer. Schade. Muss mal aufpassen, dass wir hier nicht aufmachen. Und er wird natürlich versuchen, viel über Doppelpässe zu kommen. Also seine Geschwindigkeit einfach auszuspielen, ist ja logisch. Alles andere wäre ja auch dumm. Da müssen wir halt darauf achten, dass er das nicht so umsetzen kann. Jetzt hat Piszczek, ich glaube, schon das zweite Mal einen schlechten Pass gesetzt, aber er hat ihn sich selber wiedergeholt, von daher nicht so schlimm. Schade, aber da kommt Boateng nochmal ran und legt ihn auf für Gustavo, der dann leider in die Arme von Hart schießt. Sehr schön rausgespitzelt. Ach, schade. Da dachte ich, kann auch ein bisschen Ball halten mit Boateng und dann vielleicht in den Lauf von. Ah, fuck, was macht er denn? Oh, Glück gehabt. Warum hat denn Alaba da den Ball nicht bekommen? Er war doch eigentlich schon dran. Schade, schade. Aber neue Saison, neues Glück, ihr wisst Bescheid. Sehr gut von Subotic. Okay. Okay. Gucken, dass wir Draxler ins Spiel bringen. Der überläuft über außen. Aber oh Gott, sind die schnell. Das ist, glaube ich, Walker auf der Seite. Walker ist halt einfach ja ein extrem schneller Außenverteidiger. Ich frage mich, ob ich. Konzentration, Konzentration. Mkhitaryan flankt mal. Ah, Ecke. So, ich muss mal. Konzentration, Paxis. Ich muss ein bisschen meine Strategie ändern. Ich mache ja irgendwas falsch. Also muss ich einfach versuchen, das zu ändern. Üben, üben, üben. Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Ich glaube, ich drücke immer etwas zu zeitig. Oh nein. Oh, nein, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Aus der Entfernung und dann noch. Oh, fuck, Direktabnahme und das trifft er auch noch. Ärgerliches Gegentor, aber das war einfach wieder nur Pace, Pace, Pace. Da ich an sein scheiß Eto'o nicht mehr rangekommen bin, ich habe da versucht, es über Fouls zu klären, aber wenn ich da von hinten reingerät, ist es eine rote Karte, das bringt mir auch nichts. Hab versucht, ihn zu behindern, hat ja auch geklappt. Eto'o schießt an die Latte, aber er hat dann einfach Glück, bekommt den Abpraller. Vorgelegt auf Sturridge und der hat natürlich die Klasse, da dann abzuschließen. Ärgerlich. So ärgerlich. Und einfach nur diese scheiß Pace. Aber egal, ist noch alles offen. Ich kann ja immer noch den Ausgleich schaffen. Ich kann immer noch gewinnen. Haben noch genügend Zeit. So. Komm, Draxler, zweite Reihe. Wenigstens eine Ecke. So, ich glaube, ich schieße immer ein bisschen. Ich drücke zeitig aufs Schießen, glaube ich, bei den Kopfbällen. Deswegen werde ich versuchen, mein Timing da ein bisschen zu optimieren. Was war das denn? Er geht gar nicht erst hoch zum Kopfball. Meine Fresse.
Auch der spielt eigentlich nicht schlecht. Auch da verstehe ich wieder nicht so richtig, wie die... Ach Mann, was macht denn Piszczek? Läuft wieder zurück, obwohl er eigentlich überlaufen muss. Auch hier verstehe ich die Statistik vom Gegner nicht so richtig. Weil er spielt bisher eigentlich gar nicht so schlecht. Mann, ey, ich habe 100 Ecken, wie ich immer 1000 Ecken habe. Ich habe immer dreimal so viele Ecken wie meine Gegner. Und ich schaff's einfach nicht, die in Tore umzumünzen. Fuck, Mann. Und es ist ja nun nicht so, dass ich keine kopfballstarken Spieler hätte. Ich habe Santana, ich habe Ramos. Versuch alles. Ich versuche den Ball entgegenzugehen. Ich versuche im richtigen Timing zu schießen. Es klappt einfach nicht. Konzentration, Paxis. Nicht aufregen, dann bist du nur schlechter. Sehr schön. Ach Mann, ey. Ich schaff's einfach nicht mehr alleine vom Tor abzuschließen. Das war schon wieder eine hundertprozentige, die ich logischerweise machen muss. Ich verstehe das nicht. Manchmal hat man einfach die Scheiße am Fuß und kann machen, was man will. So wie jetzt zum Beispiel wieder. Schade, aber immerhin läuft es aus. Da haben wir jetzt hier noch eine relativ nahe Position am gegnerischen Tor. Martinez hat eigentlich keinen guten Schuss, aber der war nicht schlecht. Okay, Ramos ist jetzt nicht optimal, dass der die Flanke bringt und da bringt sie auch richtig schlecht. Okay, ich muss solide weiterspielen. Komm. Nur ein Tor müssen wir aufholen. Ein Tor. Komm! Oh, jetzt aber, jetzt! Oh, abseits. Fuck. Aber wenigstens haben wir das Kopfballduell gewonnen. Starten wir jetzt ernsthaft mit einer Niederlage hier in dieser Saison? Wäre mir aber gar nicht recht. Aber gut, ich glaube, Niederlage ist niemandem recht. Komm, Boateng! Na also, Boateng! Bam! Wie ich das gebraucht habe, ey! Einfach mal kompromisslos ins lange Eck gebumst, ey! Wurde aber auch Zeit, verdammt nochmal! Endlich wieder! Und jetzt noch ein Tor in dem Spiel, wir haben unsere Herausforderung geschafft. Schönes Ding, Boateng. Einfach mal, zack, ins lange Eck. Ach. So was brauche ich öfters. Was muss ich öfters machen? So, dann hätten wir jetzt die Null quasi hinten. Dann hätten wir auch den Sieg, aber egal. Unentschieden erstmal. Hauptsache keine Niederlage. Hauptsache keine Niederlage. Sehr schön. Einwurf rausgeholt. Nehmen doch mal den Ball mit, verdammt. Wir hätten jetzt, das wäre jetzt echt eine gute Situation gewesen für einen schnellen Einwurf. Da hat er aber einen schönen fetten Fehler drin in seinem Abwehrspiel. Komm, Boateng! Ach, dieser Hart hat aber auch wieder immer überragende Paraden mit drin. Aber gut, meine Kopfbälle kommen besser. Was ist denn da los? Einfach nur Zufall. Verdammt. Der ist auch wieder gar nicht erst hochgestiegen zum Ball. Auch wieder super ärgerlich. Okay, Einwurf, diesmal ein schneller Einwurf, sehr schön. Komm! Och, Ramos, verdammt, warum machst du den nicht? Alleine vorm Tor und setzt ihn an die Latte ran. Ich habe aber auch einen Specht, das gibt's gar nicht. Komm, der Ball ist unser, der Ball... Oh nein, wie er sich hier... Das war doch mehr Glück als Verstand. Nein, ach, oh, Glück. Puh, gut gemacht, Adler. So, hier wenigstens unentschieden festhält. Ach, wie wir eigentlich den Führungstreffer mit Ramos hätten köpfen müssen. Verdammt nochmal. Das ist ein Foul. Er pfeift den Vorteil. Hallo, das war ein Foul. Den muss er mir doch wenigstens noch den Freistoß geben. Mann. Okay, egal. Unentschieden ist gut. Aber hier auch wieder. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich spiele so beschissen und dabei spiele ich gar nicht so schlecht. Nur meine Abschlüsse, die sind halt
Nicht das Beste. Ach, schade, schade, schade. Müssen wir eigentlich weiter mit der Bundesliga spielen, solange wie wir dieses Dingens haben. Ach, aber jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr genügend Fitness, oder? Oh, doch, haben wir. Oh, cool. Dann können wir ja sogar noch ein Spiel machen mit der Bundesliga. Ich werde jetzt direkt noch eine Aufnahme machen, damit ich nochmal versuchen kann, zwei Tore zu schießen mit der Bundesliga. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Ich überlege gerade, ob ich mir mal einen Manager hole, aber die kosten halt sinnlos Geld. Naja, können wir beim nächsten Mal, oder wir schauen mal schnell noch. Wir gucken mal, was ein Bundesliga-Manager kostet. Ganz schnell noch. Transfers. Weil mich jemand gefragt hatte, warum ich keinen Manager habe, dann habe ich gesagt, weil die eigentlich zu teuer sind und solange die Spieler sowieso auf neuen Chemie sind, macht der Manager eigentlich nicht viel. Aber wir können ja lustigerweise mal schauen, was das so kostet, weil es sieht einfach schöner aus, muss man zugeben. Manager. Manager oder Cheftrainer? Bin gerade Manager, oder? So, wir brauchen Bundesliga, aber da wird es wahrscheinlich nur einen Löw geben. Das ist so sinnlos, wie es echt fast keine Bundesliga-Trainer gibt. Aber tausendmal England, hundertmal Italien. Ja, 7000. Ich gebe keine 7000 für einen bekloppten Manager aus, der nichts verändert und der dann vor allem auch noch selber Vertragskarten braucht. Ja, sinnlos, oder? Sinnlos. Es gibt einfach zu viele andere Manager von allen anderen möglichen Ligen und Ländern, aber Deutschland kannst du komplett vergessen. 10.000, ja, komm, lass mal einfach. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.